Wir lesen die Sächsische Zeitung jetzt online. Nur das schwächelnde Bladel ist nimmer in der Lage, früh um 6 im Briefkasten zu landen. Jetzt kannst du es schon am Vorabend ab um 8 lesen und deine ewige Unordnung mit rassgerückten Zeitungsartikeln hat endlich mal ein Ende. Am Ende hast du sowieso nie mehr durchgesahen und nie gefunden, wonach du gesucht hast. Manchmal schon, aber eine richtige Zeitung aus Papier ist mir trotzdem lieber. Lies sich einfach besser. Und du kannst ins Archiv gehen, alle sächsischen Zeitungen ab 2013. Meine Fresse! Na, du guck mal, was zum Beispiel vor 4 Jahren so los war, medial. Februar 2020 begann in Deutschland die Pandemie verheerend zu toben. Quatsch, da tobte noch gar nicht in Deutschland. Wo waren hier schon 11 Tote in Sachsen? Grippetote, guck hier. Aber jetzt, Corona-Verdacht. 2 Dresdner isoliert zu Hause. Wir konstatieren also, da tobte noch gar nichts. Da war Corona noch weit weg. Ein China, ein Italien. Lediglich ein Schreckgespenst. Aber jetzt guck dir mal das an hier. Wir kämpfen auch gegen eine Infodemie. Die WHO kämpft gegen die massenhafte Verbreitung abstruser Gerüchte, Verschwörungstheorien über die Herkunft und Verbreitung des Virus SARS-CoV-2. Das Virus sei eine Biowaffe. Die Bill und Melinda Gates Stiftung habe es geschaffen, um irgendwie an der Produktion von Impfstoffen zu profitieren. In Indien schwadronieren sogar Wissenschaftler über die Bestandteile des Virus, die angeblich Ähnlichkeit mit dem AIDS-Erreger HIV aufweisen und keine Laune der Natur sein können. Gucke an. Pünktlich, bevor sich die Krankheit in Sachsen verbreitet, warnte man schon vor Verschwörungstheorien, von denen man offensichtlich wusste, dass sie sich ausbreiten werden, wenn man die Pandemie in Gang setzen wird. Das nenne ich mal einen vorausschauenden Plan. Und die Sächsische Zeitung und die anderen Medien vorneweg. Das ist doch auch wieder so eine Verschwörungstheorie von dir. Hier steht, es kann Leben retten. Die Verbreitung von falschen Informationen und schädlichen Ratschlägen auf sozialen Medien zu unterbinden. Ja, immer schön andere Meinungen verbieten. Da liegt der Hund begraben. Man schießt den Leser schon mal auf ein mögliches Szenario ein. Nun, wir werden die Sache im Archiv mal weiter beugen. Du und deine Schwurbelei, hinter allen vermutest du linke Dinger. Du kannst auch andere Beispiele nennen. 8 Tage vor der Geheimkonferenz der Rechten trifft sich der Bundeskanzler Scholz mit der Chefin von Korrektiv, einer gewissen Frau Gusko. Und was denkst du gleich? Verschwörung. Und dann, bloß weil es erst 3 Monate und genau während der Bauernproteste ans Licht kommt, das Treffen, ne? Oh, wieder Verschwörung und Ablenkung, hab ich nie gesagt. Das war alles reiner Zufall. Eine zufällige Verkettung zufälliger Umstände. Nachdem sich dann alle über die rechten Deportationspläne empört und die Massen demonstriert haben, kommt ans Tageslicht, dass die Geheimverschwörer das gar nicht gesagt haben auf dem Geheimtreffen. Und zufälligerweise steht das in gar keiner Zeitung. Das kommt in keiner Nachrichtensendung. Nee,
Die Journalisten wiederholen es bis heute vor jeder Meldung einer Demo immer wieder. Wegen der Deportationspläne, wegen der Deportationspläne. Nur so ein Zufall. Na, woher sollen die denn das wissen, die Journalisten, wenn's in keiner Zeitung stand? Hä?